Ich habe nicht mit euch gerechnet. Ich bin auf dem Rückweg nach New Edentown. Dort seid ihr auf euch allein gestellt. Was gibt's hier Neues? Ich habe keine Zeit für Geschwätz. Nun, da ihr hier das Sagen habt, was habt ihr vor? Wir führen zu Ende, was wir begonnen haben. Wir sammeln Kräfte, um New Eden für immer zu verlassen. Aber vorerst noch nicht. In ihren Herzen wohnt noch zu viel Furcht und zu wenig Hoffnung. Die Gefahr ist hier noch nicht gebannt. Vielleicht werden sie nie den Mut finden, von hier fortzugehen. Wie schlagen sich die Leute hier? Wir sind eben noch nicht über dem Berg, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich erwähne das nur ungern, aber eure Schwester hat mir Geld geschuldet. Und nun? Ich habe meine Arbeit erledigt. Als die neue Anführerin des Lagers gehen die Schulden auf euch über. Dass ich das richtig verstehe. Ihr tötet meine Schwester. Und jetzt wollt ihr von mir auch noch dafür bezahlt werden? Die Bestie ist tot. Und ich arbeite nicht umsonst. Ihr seid ein dreister Bastard, wisst ihr das? Ich hoffe, eure Mutter ist richtig stolz auf euch. Man beauftragt einen Verbanner nicht, um zu kriegen, was man will, sondern damit getan wird, was getan werden muss. Die Bestie ist tot. Bezahlt mich. Hier, nehmt euer Blutgeld für die schlechte Arbeit, die ihr so gut erledigt habt, und schiebt ihn euch sonst wohin. Wollt ihr über die Sache mit der Bestie sprechen? Ihr habt meine Schwester ermordet. Ich habe euch nichts weiter zu sagen. Thickskins Taten sind nicht zu leugnen. Ihr wart genauso schockiert wie ich. Ich gab ihr, was sie verdient hat. Ihr habt sie hingerichtet. Ja, das habe ich. Ich weiß, es muss grausam auf euch wirken. Aber es war notwendig. Zumindest hielt ich es damals für notwendig. Manchmal, Verbanner, frage ich mich, ob wir nicht ein Monster gegen ein anderes getauscht haben. Die Siedlung scheint unter eurem Kommando zu gedeihen. Wir haben Fortschritte gemacht, sind aber noch lange nicht bereit, weiterzuziehen. Habt ihr ihnen von Thickskin erzählt? Ich habe erzählt, sie sei auf der Jagd nach der Bestie umgekommen. Manche sind noch missmutig, aber Schlaf tut ihnen gut, nachdem die Albträume aufgehört haben. Die Bestie ist tot. Der Fluch verblasst. Das Wild kehrt langsam in den Wald zurück. Was ihr auch getan habt, es hat funktioniert. Doch manche Dinge bereiten uns nach wie vor Sorgen. Die Verstorbenen sind begraben, viele ohne Namen. Aber wir haben Spuren gefunden. Sie führen weit weg von hier, in den Wald. Einige sind vielleicht entkommen. Ich brauche Gewissheit. Ob sie noch am Leben sind, meint ihr? Ja, und wenn nicht, dass sie da nicht zurückkehren. Eine Bestie hat gereicht. Eine neue Geißel ist nicht auszuschließen, aber äußerst unwahrscheinlich ohne den Einfluss des Albtraums. Dann sollten wir auf Nummer sicher gehen, nicht wahr? Danke. Ich bin in Spuren so weit gefolgt, wie ich konnte. Ich habe eine rote Fahne als Markierung hinterlassen. Dort bin ich umgekehrt. Bis zu unserem nächsten Treffen, Kate. Verdammter Mist! Ich habe nicht mit euch gerechnet. Ich bin auf dem Rückweg nach New Edentown. Dort seid ihr auf euch allein gestellt. Was gibt's hier Neues? Ich habe keine Zeit für Geschwätz. Nun, da ihr hier das Sagen habt, was habt ihr vor? Wir führen zu Ende, was wir begonnen haben. Wir sammeln Kräfte, um New Eden für immer zu verlassen. Aber vorerst noch nicht.
In ihren Herzen wohnt noch zu viel Furcht und zu wenig Hoffnung. Die Gefahr ist hier noch nicht gebannt. Vielleicht werden sie nie den Mut finden, von hier fortzugehen. Wie schlagen sich die Leute hier? Wir sind eben noch nicht über dem Berg, wenn ihr wisst, was ich meine. Wollt ihr über die Sache mit der Bestie sprechen? Ihr habt meine Schwester ermordet. Ich habe euch nichts weiter zu sagen. Mein Beileid. Thickskin bat mich, den Wald von der Bestie zu befreien. Ich habe dem Spuk ein Ende bereitet. Eure Arbeit stellt euch vor furchtbare Entscheidungen. Ich hoffe, sie lasten schwer auf euch. Das tun sie. Mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Danke für eure ehrlichen Worte, Red McWraith. Ich glaube euch. Ich erwähne das nur ungern, aber eure Schwester hat mir Geld geschuldet. Und nun? Ich habe meine Arbeit erledigt. Als die neue Anführerin des Lagers gehen die Schulden auf euch über. Dass ich das richtig verstehe. Ihr tötet meine Schwester. Und jetzt wollt ihr von mir auch noch dafür bezahlt werden? Nun, wenn ihr es so ausdrückt, vergesst, was ich gesagt habe. Ich versuch's. Die Siedlung scheint unter eurem Kommando zu gedeihen. Wir haben Fortschritte gemacht, sind aber noch lange nicht bereit, weiterzuziehen. Habt ihr ihnen von Thickskin erzählt? Ich habe erzählt, sie sei auf der Jagd nach der Bestie umgekommen. Manche sind noch missmutig, aber Schlaf tut ihnen gut, nachdem die Albträume aufgehört haben. Vielleicht ist es das Beste, wenn sie es nie erfahren. Wenn wir nicht den Mut verlieren und endgültig von hier weggehen wollen, sollten sie es lieber nicht wissen. Doch manche Dinge bereiten uns nach wie vor Sorgen. Die Verstorbenen sind begraben, viele ohne Namen. Aber wir haben Spuren gefunden. Sie führen weit weg von hier, in den Wald. Einige sind vielleicht entkommen. Ich brauche Gewissheit. Ob sie noch am Leben sind, meint ihr? Ja, und wenn nicht, dass sie da nicht zurückkehren. Eine Bestie hat gereicht. Eine neue Geißel ist nicht auszuschließen, aber äußerst unwahrscheinlich ohne den Einfluss des Albtraums. Dann sollten wir auf Nummer sicher gehen, nicht wahr? Danke. Ich bin den Spuren so weit gefolgt, wie ich konnte. Ich habe eine rote Fahne als Markierung hinterlassen. Dort bin ich umgekehrt. Bis zu unserem nächsten Treffen, Kate. Wo steckst du? Wo bist du hin? Heulen im Nebel. Das Tal von Jacob und Benedict. Möglicherweise. Jacob kann nicht zurückkommen, oder doch? Nein. Aber wenn es dir lieber ist, können wir das überprüfen.
kein Wolf. Und auch keine Geißel. Das sind Jacob und Bens Jagdgründe. Aber ich nehme keine Flecken wahr. Suchen wir weiter. Der Nebel ist zurück, aber Ben Storten kann es nicht gewesen sein. Und Jacob Lind auch nicht. Er hat also eine andere Ursache. Finden wir die Quelle. Das gefällt mir alles nicht. Wölfe können in diesem Nebel nicht überleben. Also ist das schlimmer als ein Wolf? Das sind ja tolle Neuigkeiten. Was für ein Gemetzel. Das gefällt mir wirklich nicht. Hilf mir, den Nebel zu lichten. Ich stehe bereit. Letztendlich war es nur ein ungewöhnlich großer Wolf. Er schien auf jeden Fall ungewöhnlich mordlustig zu sein. Sehen wir uns um. Jacob starb an dieser Stelle. Scheint eine Ewigkeit her. Ja, was auch immer eine Ewigkeit ist. Krallenspuren. Was immer diesen armen Karl ausgeweidet hat, war wesentlich größer als ein Wolf. Keine Spektralspuren. Soweit ich sehe, keinerlei Art von spektraler Aktivität. Blut. Frisch. Jemand hat hier Zuflucht gesucht und wurde auf seinem Weg nach draußen angegriffen. Hier war jemand. Jacob aber nicht. Der ist ja tot.
Wer auch immer es war, er hat nichts Brauchbares zurückgelassen. Spuren. Sie führen zur Felswand. Aber da kann doch keiner hochklettern. Er schlug auf den Felsen auf. Hart genug, ihn zu töten. Keine Spektralspuren. Also kurz gesagt, jemand suchte hier Zuflucht und wurde angegriffen. Der Nebel wurde durch ein Massaker von Wölfen verursacht. Doch von den Verantwortlichen gibt es keine Spur. Das war kein Geist. Und auch kein Schemen. Etwas, das sehr gut klettern kann. Keine Ahnung. Ich schätze, manche Rätsel werden nie gelöst. Sikas Lager. Hier bin ich nach den Geschehnissen im Gemeindezentrum aufgewacht. Ich fühlte mich so verloren. So verwirrt. Wie fühlst du dich jetzt? Eigentlich nicht anders. Ein Schemen ist nah. Ein großer. Ich beschwöre ihn gleich.
Zeigt uns euer wahres Gesicht. Bist du etwa nicht mehr auf der Höhe? In der Nähe befindet sich ein wütender Schemen. Wir sollten ihn besser beschwören. Fügt euch und zeigt euch! Hat ihr das Biest nachkommen? Der Albtraum hat keinen Einfluss darauf. Es ist nur eine Geißel. Rum, so viel du willst. Du bist erledigt. Noch nicht vorbei. Sorgen müssen.
Willst du allein Spaß haben? Ich stehe bereit. Darf ich auch mitmachen? Willst du alleine Spaß haben?
Unserer Karte nach kann der Schatz nicht weit weg sein. Der Schatz muss hier irgendwo sein. Es muss Viergotts Versteck sein. Hoffentlich sind seine Aufzeichnungen noch hier. Ritual der Freilassung. Das muss es sein. Ja. Jetzt musst du nur noch Viergotts Gebet nachsprechen, um den Fluch, der auf einem Gegenstand lastet, zu brechen. Beim bloßen Anblick läuft es mir kalt den Buckel runter. Liegt ein Fluch darauf?
Ich befehle euch, geht jetzt. Beweg dich, Red. Es ist noch nicht vorbei. Einfach nicht, oder? Hier, das ist für dich. Als Schemen zu enden, gegen den man sein ganzes Leben lang gekämpft hat. Das Schicksal eines Gottesmannes, der nicht loslassen konnte. Er macht sich an die Leiche ran. Wie wär's mit einem Highland Kiss?
Willst du die Leiche da? Ich könnte ein Ritual durchführen. Seele und Körper, ich beschwöre euch! Darf ich auch mitmachen? Wunderbar! Noch mehr Spaß! Gib acht! Sie bringen noch mehr Freunde mit! Zeit zu glänzen! Weniger, um den wir uns sorgen müssen. Wie gefällt dir das?
trotzdem beeindruckend. Ich bin so weit, wenn du's bist. Such dir einen anderen Weg. Peiniger zuerst. Hier, bedien dich! Versuch es noch einmal. Erst den anderen Schämen. Willst du nicht endlich verschwinden? Den komme ich nicht ran.
einfach nicht, oder? Ist nicht einfach zu kauen. Bereit für den Einsatz. Darf ich auch mitmachen? Komme ich nicht ran. Versuch es noch einmal. Ist nicht einfach zu kaufen.
Ich kann dir helfen. So ein Brocken ist nicht einfach zu kauen. Ich stehe bereit. Für dich. Huh.
Allein durch, Red. Auf. Auf.
Drecksau! Was für dich.
mir helfen. Dauert nicht mehr lang, dann bist du frei, du Bastard. Fast geschafft. Noch einstecken kann. Nutze meine Kräfte. Ich kann die Säulen sehen. Ich krieg das auch allein hin. Was soll's? Mach ich's eben allein.